Stimme. Wieso? Meine Stimme klingt komisch heute? Was soll da komisch sein? Ich habe den Scrambler eingeschaltet. Der verzerrt halt die Stimme ein bisschen bei der Auflösung. Das weißt du doch. Das ist halt der Preis der Geheimhaltung. Ja, ich bin's wirklich. Ja, also, gut, ich sag dir deinen Decknamen. Deinen Decknamen. Damit du beruhigt bist. Calypso. Bist du jetzt zufrieden? Ja, aber ich bin noch nicht zufrieden. Nee, ich bin nicht zufrieden, weil du solltest mich ja nur anrufen, wenn wirklich was ganz Wichtiges anliegt. Was gibt's denn? Was ist denn so wichtig? Ach nee. Der Mario ist hochgegangen? Der Vogel aus Straubing? Ja, wie kam das denn? Ja, kann den der Verfassungsschutz nicht mehr brauchen. Ist der jetzt endgültig verbannt? Naja, der hat es ja wirklich saublöd angestellt. Ach so, nicht dieser kleine miese Provokateur. Ja, welcher Mario denn dann? Ernst ist die Sache? Sehr ernst? Nee, was? Die sind unserem Guillaume beim LKA auf die Spur gekommen, der macht keine Witze. Ja, ich bin nicht zum Schatzen aufgelegt. Der Mario Huber, das ist unser bester Mann. Wenn der hops geht, dann geht uns aber eine wichtige Spule verloren. Nur wenn das wahr ist, dann musst du zusehen, dass du möglichst schnell wieder einen Ersatzmann aufbauen kannst. Also dann gehen wir gleich in die Spur. Anknüpfungspunkte haben wir ja. Aber jetzt erzähl doch erstmal, was ist denn passiert? Von den Banditos schmieren lassen? Mann. Na, verstehe ich gar nicht. Der war doch immer ziemlich auf Draht. Ja, der war richtig gut. Ja, ich habe mich köstlich amüsiert, wie der dem Chaussi mit seiner albernen Oktoberfest-Nachlese eine Abfuhr erteilt hat. Das war perfekt. Ja, da hat dem Chaussi gleich am Anfang die Hälfte seiner Fragen gestrichen. Ich musste meine Fragen einreichen, die Hälfte wurde gestrichen. Naja, der Uli hat ja auch wirklich nur wieder seine üblichen läppischen Fragen auf Lager gehabt. Man muss sich nur das Gesicht anschauen. So als wollte er sagen, schau, schau, noch treuer schaut kein Schaf. Und zwischendurch immer wieder diese merkelhafte Vagina-Geste. Ah, aufgefallen ist, dass sämtliche Zeugen und Zeuginnen, Herr Kriminaldirektor Mario Huber, Sie sind der Leiter der SOKO, 26. September 1980. Sie sollen neuen Zeugenaussagen, Hinweisen und Indizien nachgehen, die seit der Einstellung des Verfahrens und insbesondere in jüngster Zeit eingelaufen sind. Und Sie sollen die bis November 1982 geführten Ermittlungen überprüfen. Der Huber wird sich den Teufel tun und was aufklären. Und wir werden uns da auch kein Bein rausreißen. Also wenn da was ans Licht kommt, dann ist das nicht unsere Scheiße. Wenn rauskommt, dass die Agenten des Geheimdienstes mit dem Köhler kurz vor dem Attentat gesprochen haben, dann packen die Wand. Nee, Calypso, nee, auf keinen Fall. Das wäre taktisch unklug. Ja, geradezu kontraproduktiv. Wir drehen da nicht mehr dran. Ja, wenn wir da was ans Licht bringen wollen, dann glaubt uns das keiner. Dann sind wir sind aber wieder die Verschwörungstheoretiker. Und wie oft habe ich die Gangster von dieser Aktionsgruppe um den Dr. Langemann beim Namen genannt. Ja, den Kriminaldirektor Kolmar und Ex-BKA-Mann Heigl und den Supermann Werner Maus. Keine Sau hat das aufgegriffen. Das wird alles unter den Tisch gekehrt. Ja, mindestens so lang, bis die alle unter der Erde sind. Und dann sind sie sicher, dass nichts mehr rauskommen kann. Und du hast doch gehört, man will erstmal feststellen, wer von den Leuten noch lebt. Die Frage, die wir uns in unserem aktuellen Ermittlungsverfahren stellen,
ist genau dieselbe Frage, die sich im Jahr 1980 die Soko Theresienwiese und der GBA bereits einmal gestellt haben. Nämlich die Frage, hatte der Attentäter Gundolf Köhler Mittäter? Lassen sich diese Mittäter identifizieren? Und in unserem Fall sind sie noch am Leben. Naja, lassen wir mal den José weiter dran herumpopeln. Wenn er am Ende doch was rauskriegt, vielleicht macht mal einer auf dem Sterbebett ein Geständnis. Und wenn es sich dann herausstellt, dass es keine Rechtsextremisten waren, sondern wieder mal die Leute, die aus der Finsternis kommen, na, dann wird dem José das Gesicht endgültig einschlafen. Ja, der will ja nicht das Verbrechen aufklären. Nein, der ist so lange interessiert, wie er noch davon träumen kann, dass er ein verborgenes Nazi-Netzwerk findet. Wenn er die Akten hätte, die wir haben, und wenn er sie dann noch richtig lesen könnte, dann wüsste er, dass der Köhler nichts mit rechtsextremistischen Organisationen am Hut hatte. Also, zu dir, Calypso, sage ich, lass unseren Huber schwitzen. Wir lassen den einfach fallen. Der ist jetzt für uns verbrannt. Nee, da mache ich mir keine Sorgen. Unsere gedeihliche Zusammenarbeit, die jetzt leider ein jähes Ende finden muss, ja, die kann er nicht zur Sprache bringen. Ja, sonst ist er selber noch schlimmer dran, als er jetzt schon mit dem Bandido-Engagement ist. Also, Calypso, in diesem Sinne. Alles klar, Herr Kommissar. Wo haben Sie die Nachricht her? Ach so, vom eigenen Labor. Das kommt bei euch recht häufig vor. Na, Tradinet und der Kommissar geht um. Er plant schon wieder eine Intrige, macht Elefanten aus der Fliege. Na, Tradinet und der Kommissar geht um. Belehren kannst die Herren immer, in deren Kopf wird's immer schlimmer. Na, lass mal's halt die Faxen machen, da haben wir allweil was zu lachen. Na, Tradinet um, der Huber war zu dumm. Also, wir bedauern den Verlust unseres Informanten im LKA. Ja, und im LKA nimmt man Spitzfeder. Der José hat sich wieder mal lächerlich gemacht. Die Bilanz ist einigermaßen akzeptabel austariert.